Heißige Pop hier mit dem neuen Video. Ich sitze mal wieder hier an meinem Lieblingsplatz. Heute wird leider nicht gekocht, keine Burger gebrutzelt. Heute gibt es mal wieder eine Messervorstellung. Und zwar dieses Ding, was hier drin ist. Der liebe Dirk von Messer & Co. war so freundlich, mir das Messer zur Verfügung zu stellen. Und zwar, es ist diesmal das Real Steel Bushcraft 2 als Folder. Wer es nicht kennt, so sieht das normale Real Steel Bushcraft Messer aus. Ich habe noch die erste Version in dem 440C Stahl. Dann gab es dann irgendwann Neuauflage mit verschiedenen anderen Stählen. Ich glaube, D2 Stahl gab es dann eben und verschiedenen anderen Griffmaterialien. Und jetzt kam eben dann vor einer ganzen Weile schon jetzt ein Folder dazu raus. Der Stefan 123321 hat ihn schon vorgestellt. Und ich habe jetzt eben die Möglichkeit, euch das Messer auch mal aus der Nähe zu zeigen. Das Messer kommt hier in dieser mittlerweile typischen Real Steel Schachtel mit dem Logo hier drauf. Und hier haben wir nochmal den Aufdruck. Bushcraft 2 Folder Black Satin und die Nummer. Und ja, wir haben hier einmal die Bezugsmöglichkeit eben Messer & Co. Dirk Wanger. Vielen Dank nochmal. Dann haben wir hier eine kleine Beschreibung des Messers und eben das Messer selbst. Das kommt hier in so einem Nylonholster. Da gucken wir gleich rein. Beim Messer dabei ist noch so ein Mikrofasertuch, um das Messer zu säubern. Das Messer kommt hier in diesem Nylon-Etui. Das kennt man auch schon vom Real Steel Tarkin. Wir haben hier einmal dieses Logo drauf, die Gürtelschlaufe. Das zeige ich dann noch gleich näher. Und dann haben wir eben einen Klettverschluss, der das Messer eben in der Scheide fixiert. So. Ja, hier haben wir das Messer, so sieht es zugeklappt aus. Ganz schöner Klopper, wie ihr sehen könnt. Gleich mal vorneweg, der Klingenstand ist super. Und dann öffnen wir mal das Messer. Und so sieht das Ganze dann eben ausgeklappt aus. Ich lege mal direkt zum Vergleich eben das andere Bushcraft dazu. Man sieht, es hat schon sehr viel Ähnlichkeiten, aber auch sehr viel Unterschiede. Also die Klinge ist zum Beispiel hier bei dem Bushcraft Folder, bei dem Bushcraft Fixblade wesentlich schmaler. Von der Länge her sind sie auch unterschiedlich. Die Klinge bei dem Folder ist gut 2 cm kürzer. Dafür ist der Griff, ich weiß nicht, ob man sehen kann, der Griff um einen halben Zentimeter bis Zentimeter länger. Wir haben hier den D2 Stahl mit einem Scandi-Schliff, schwarzem G10, mit hier kleinen Torx-Schrauben, auch die Achsschraube ist eine Torx-Schraube und wir haben rotes F-Fiber zwischen Liner und Griffschalen. Hier hinten haben wir noch eine Lanyard-Hülse, da kann man ein Schnürchen durchziehen, dass man das Messer nicht verliert, wenn man es um die Hand tragen möchte. Hier haben wir noch so eine kleine Kerbe, da legt sich dann wunderbar der Finger rein. Ja, wir haben natürlich einen Daumenpin, mit dem wir das Messer dann öffnen können. Es geht soweit ganz gut. Lässt sich gut damit arbeiten. Zu den technischen Daten sage ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich schreibe das einfach in die Videobeschreibung, dann könnt ihr da nachschauen. Ja, das Messer schaut sehr wuchtig aus, sehr bullig, sehr kräftig. Die Liner, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, sind skelettiert, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier so könnte man es sehen, da ist so eine Aussparung im Metall. Ja, wir haben einen Framelock, der richtig schön stramm sitzt. Das Messer hat weder seitliches noch horizontales Klingenspiel. Also das passt soweit. Der Lock sitzt verhältnismäßig fest, also man muss schon ordentlich den Lock drücken. Dadurch, dass er halt eben sehr flach ist, muss man da schon relativ mit dem Daumen rein, um das Messer zu schließen. Die Klinge ist, wie gesagt, eine Scandi-Klinge und die geht bis ganz nach vorne, sehr, sehr, sehr wuchtig eben. Und hier vorne haben wir dann eine schöne Spitze, die dann sehr robust ist, damit man bei Hebelarbeiten eben da an der Spitze nichts kaputt macht. Hier oben am Klingenrücken haben wir noch so ein Jimping. Ja, das gibt dem Ganzen ein bisschen Halt beim Arbeiten. Das finde ich in Ordnung.
Verarbeitung ist wie immer top, da brauche ich nichts zu sagen. Hier hinten haben wir noch einen Spacer, der aus schwarzem G10 ist. Der hört dann hier in der zwei Drittel des Klingenendes hört er dann irgendwann auf, damit die Spitze da eben schön versenkt werden kann. Ja, wir haben auf alle Fälle hier so Washer als Laufsystem. Und ich gehe mal davon aus, dass das eine Mischung aus Kunststoff und Messing ist. Und wir haben auch einen Detent, glaube ich, wenn ich es richtig sieht. Ja, man sieht hier den Detent. Ich weiß nicht, ob es vom Licht her jetzt ausreicht, aber hier sitzt der Detent, der die Klinge dann eben fixiert und auch sowas weitgehend im Messer hält. Die Scheide an sich ist gut verarbeitet. Hinten ein paar Druckknöpfe, also so Nieten und eben ein Klettverschluss. Klettverschluss ist immer so eine Sache. Ich bin weder Freund noch Fan, noch Feind davon. Ist halt so, wie es ist. Ich glaube, ein Druckknopf wäre wahrscheinlich am Ende etwas leiser, wenn man draußen ist, aber ich denke, das ist soweit in Ordnung. Das Messer passt auch gut rein. So. Und ja, so kann man es sicher am Gürtel tragen. Ja, mein heutiges Ziel ist eben nicht nur die Messervorstellung hier am Tisch. Ich habe mir überlegt, was mache ich mit dem Messer? Es ist ja immer so eine Sache, die einen oder anderen sind immer so zwiegespalten, was so Messertests betrifft, weil was soll das letztendlich darstellen? Ich finde es immer ganz schön, wenn einer mit dem Messer arbeitet und man ein bisschen sieht, was das Messer so kann und wie es mit der Handlage ist. Und man kann sich einfach einen besseren Eindruck verschaffen, wenn man das Messer vorstellt. Wir haben ja jetzt einen Folder, also wir haben hier kein Fixblade, mit dem man etwas grob arbeiten kann, sondern man hat halt ein sehr stabiles Messer, mit dem man eben kleinere Hebelarbeiten machen kann und eben halt auch dann gut schnitzen und gut schneiden, weil ja der Scandi doch sich sicherlich gut ins Holz beißt. Batonen werde ich mit so einem Messer natürlich nicht, das macht man dann eher mit einem Fixblade. Ich habe mir überlegt, ich werde mir versuchen, hier jetzt aus dem Holz, was ich hier im Wald finde, ein Bowdrill-Set zu bauen, also Spindelbogen und das Bohrbrett. Und dazu werde ich das Messer jetzt einfach nutzen, mich dabei filmen, wie ich das baue und dann am Ende dann mein Fazit abgeben.
Ja, jetzt habe ich soweit alles zusammen. Als Bohrbrett nehme ich ja wieder mein Kugellager. Das habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt. Ja, die Spindel, ein bisschen kürzer, wie ich sie eigentlich ganz gerne habe. Ein Bohrbrett und mein Bogen. Ja, jetzt machen wir das Paracord drin. Ich nutze die Situation gleich, um ein paar Knoten zu üben. Heute der Top-Segel-Schutzsteg. Schauen wir mal. Also ich glaube, wir müssen... Schlaufe. Herum. Herum. Unten rum. Und gut. Klappt. Ja, und hier unten mache ich das einfach ein bisschen Freestyle. Da mache ich immer Schlaufe rum. Einmal unten durch. Das ist relativ viel Schnur. Wichtig ist, dass es dann halt fest ist. So. Und dann einfach rum bis Holz rum. Was ich noch ausprobieren möchte, ist Feuerstahl, also so ein Mischmetallstab. Und das geht damit ja, ganz ordentlich. Die Kante vom Messerrücken ist scharf genug. Damit lässt sich prima ein Feuerstahl auch anreißen. Ganz am Anfang vom Video habe ich ja gesagt, ich werde nicht wahnsinnig viel betonen mit dem Messer. Ich habe am Anfang, als ich das Bohrbrett ein bisschen zugeschnitzt habe, das Messer oben reingetrieben, damit ich eine kleine Spaltung im Holz hatte und habe am Schluss dann mit einem Holzstab dann das Holz gespaltet, damit ich eben das Messer nicht so stark strapaziere. Ich habe am Anfang ein bisschen gehackt, habt ihr ja gesehen, hatte das Messer gut weggesteckt. Also es hat keinerlei Spiel in keine Richtung. Der Lock steht immer noch nach wie vor im ersten Drittel. Kann man überhaupt nicht sagen. Auch die Klinge steht nach wie vor so, wie sie vorher war. Klingenlauf ist genauso super. Der Stahl hat das alles soweit ganz gut weggesteckt. Also ich habe keine Ausbrüche. Einzig allein hier oben, ganz oben an der Spitze, mache ich gleich nochmal eine Nahaufnahme, habe ich so ein paar kleine Chips, sehe ich gerade. Die müssen wohl vom Bohren gewesen sein, vom Holz. Da hat sich so ein bisschen die Schneide umgelegt. Das ist kein großes Drama, das kann man ruckzuck wieder rausschleifen. Aber da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Das habe ich gedacht, das sollte nicht passieren. D2-Stahl sollte das, dachte ich, eigentlich aushalten. Ansonsten, wie gesagt, die Schärfe ist noch absolut in Ordnung. Also lässt sich immer nach wie vor noch gut mit dem Messer schnitzen und schneiden. Von der Performance grundsätzlich würde ich sagen, liegt das Messer sehr gut in der Hand. Wir haben ja einen relativ dicken Griff. Der Griff ist um einiges dicker noch wie der normale Bushcraft, das normale Real Steel Bushcraft. Man hat schon noch mal einiges in der Hand und ich würde auch sagen, für große Hände liegt das Messer doch wirklich gut auch in der Hand. Klar, die Kanten sind ein bisschen mehr zu spüren wie jetzt bei einem richtig gerundeten Griff, bei einem Fixed. Hier haben wir halt einfach Spaltmaße, Spalte, die sozusagen da sein müssen, weil es eben ein Klappmesser ist. Die Klinge muss ja irgendwo hin. Diese spürt man natürlich bei längerem Arbeiten, bei festerem Drücken hat man hier und da schon mal so eine kleine Kante, die man eben spürt, die sich dann in die Haut so ein bisschen reinbohrt. Das ist aber nichts, wo ich sagen würde, das ist ein großes Drama. Richtig lange Schnitzarbeiten möchte ich damit jetzt auch nicht durchführen. Aber wenn man mal ordentlich was abschneiden muss, geht das problemlos. Wie gesagt, es ist halt im Vergleich zu dem Fixblade, das eben, wo man eben die Klinge viel runter machen kann, etwas unkomfortabler. Aber ich würde nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ist. Handlage, wie gesagt, sehr gut. Man hat wirklich ordentlich Druck, dass man es aufs Messer ausüben kann und auf das Schnittgut. Davon bin ich wirklich überzeugt.
Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich finde es eben ein robustes Messer. Ich denke, es ist nicht nur für uns Bushcrafter gut geeignet. Ich denke auch für Leute, die halt irgendwie härtere Arbeiten machen. Keine Ahnung, Maler, Gipser irgendwie, die halt Sachen abschneiden müssen. Eben zum Handwerken irgendwie, glaube ich, ist das Messer auch ganz gut gearbeitet. Es ist sehr robust. Die Klingenstärke ist eben sehr stark. Und die Spitze ist eben stark ausgeprägt. Da kann man durchaus einiges damit anfangen. Und dadurch, dass es halt eben keinen Clip hat und eben diese Gürteltasche, lässt sich es halt an der Hose tragen und man hat es immer gut und einfach bei sich. Wer ein Interesse an einem Messer hat, schaut einfach mal beim Dirk Wanger vorbei. Und ja, mir bleibt noch zu sagen, danke fürs Reinschauen. Seht jetzt noch ein paar Aufnahmen vom Messer. Wer Lust hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Hallo die Ohrensteil, bis zum nächsten Video.